Hallo, liebe Frauen, alles Gute zum Frauentag. Heute ist aber nicht nur ein Tag, wo ihr von euren Männern ein besonderes Dankeschön bekommt, sondern der Frauentag ist nach wie vor auch für mich ein Kampftag. Ein Kampftag für die Rechte der Frauen. Wir haben in den letzten 100 Jahren viel erreicht. Wir dürfen wählen gehen. Es gibt seit 1997 das Verbot der Vergewaltigung in der Ehe. Also es wurde schon einiges erreicht, aber es gibt noch ganz große Herausforderungen, die wir einfach, wo wir weiter kämpfen müssen. Das ist zum Beispiel in dem Bereich, wo ich unterwegs bin. Ich habe ganz viel mit Erzieherinnen, Erziehern zu tun, mit Frauen, die in den sozialen Berufen arbeiten. Und leider ist es gerade in den sozialen Berufen, wo überwiegend Frauen arbeiten, meistens so, dass dort die Entlohnung nicht gerade super ist. Deshalb kämpfen wir als Linke, dass ein Tariflohn bezahlt wird, sodass die Arbeit von Frauen auch aufgewertet wird. Das zweite große Thema, das seht ihr im Hintergrund, ich bin Landtagsabgeordnete. In dem Landtag ist es so, dass von 71 Abgeordneten jede vierte weiblich ist. Wenn man sich aber demgegenüber anschaut, wie viele Frauen es insgesamt in Mecklenburg-Vorpommern gibt, so ist es jede zweite Einwohnerin in Mecklenburg-Vorpommern weiblich. Das heißt, wir sind unterrepräsentiert im Landtag. Deshalb kämpfen wir als Linke dafür, dass es eine Frauenquote gibt. Und ich bin froh, einer Fraktion anzugehören, die eine Frauenquote eingeführt hat. Das heißt, in unserer Fraktion gibt es mehr Frauen als Männer. Aber keine Angst, liebe Männer, das bedeutet nicht, dass wir bevorzugt werden, sondern eine Frauenquote bedeutet, dass bei gleicher Qualifikation die Frau den Vortrag bekommt, um eben in Führungspositionen wie im Landtag, wie in der Wirtschaft, dass Frauen stärker repräsentiert sind. Und erst wenn wir sozusagen wirklich die Gleichstellung in diesen Bereichen erarbeitet haben, kann dann auch irgendwann mal vielleicht die Frauenquote fallen. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Das heißt, wir haben noch viel zu kämpfen. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Frauentag. Ja, alles Gute zum Frauentag wünsche ich allen Frauen. Wie ist das eigentlich in der Politik, wenn man als Frau Politik machen möchte? Das ist nach wie vor eine große Herausforderung, alles unter einen Hut zu bekommen. Die Familie und das Leben mit Freunden und dann natürlich auch noch oft ja am Abend bis spät in die Nacht noch Politik machen zu können. Mitunter erfahren wir da schon viel Unterstützung, auch von unseren männlichen Kollegen. Da gibt es ein paar wirklich sehr gute Musterbeispiele. Aber es gibt auch immer noch sehr viel Chauvinismus und es gibt auch immer noch sehr viele Sprüche, die manchmal auch unterhalb der Gürtellinie sind. Und dann gibt es eben oft auch einfach noch diese Einstellung, dass Männer Dinge mit Männern klären und vereinbaren und Frauen da oft noch gar nicht auf Augenhöhe respektiert werden. Das müssen wir ändern. Da gehen wir natürlich als linke Frauen sehr selbstbewusst in die Politik und unterstützen auch alle unsere Kolleginnen und das auch parteiübergreifend. Deswegen, liebe Frauen, lasst uns weiter aktiv auch hier in der Politik mitmachen. Bitte, bitte mischt euch ein. Auf unsere Unterstützung könnt ihr auf jeden Fall zählen. Für die Linksfraktion ist jeder Tag Frauentag. Aber in diesem Jahr fällt der Frauentag in eine Sitzungswoche des Landtages. Und so ist es nicht verwunderlich, dass alle Fraktionen einen Antrag zum Thema stellen. Den Antrag der AfD-Fraktion möchte ich an dieser Stelle nicht inhaltlich bewerten. Da reicht ein Blick in die Herrenriege dieser Fraktion, um festzustellen, was sie von Gleichstellung von Frau und Mann hält. Die Koalitionsfraktionen warnen davor, dass durch die Corona-Krise ein Rollback in der Gleichstellungspolitik erfolgt. Nun, liebe Koalitionäre, es bedurfte nicht der Corona-Krise, um festzustellen, dass die Hilfestrukturen für Frauen und Kinder, die Schutz gegen Gewaltsuchung chronisch unterfinanziert sind, und dass die Beschäftigten in den Frauenschutzhäusern seit langer, langer Zeit auf eine gerechte Bezahlung warten. Es bedurfte nicht der Corona-Krise, um festzustellen, dass Frauen und Männer immer noch ungleich für die gleiche Arbeit verdienen. Und es bedurfte nicht der Corona-Krise, um festzustellen, dass Frauen in vielen, in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens benachteiligt sind. Also, liebe Koalitionäre, keinen Antrag in der Woche des Internationalen Frauentages, um festzustellen, sondern einen Antrag, um zu handeln. Diesen Antrag legt meine Fraktion vor und wir hoffen, dass die Koalitionsfraktionen endlich einmal über ihren Schatten springen und etwas wirklich für die Gleichstellung von Frauen und Männern in diesem Land leisten. Alles Gute zum Frauentag. Also der Internationale Frauentag ist für mich ein ganz wichtiges politisches Datum, auch ganz persönlich, weil wenn man sich umschaut in der Gesellschaft, Frauen erleben Ungleichbehandlung. Allein wenn ich an ungleichen Lohn für gleichwertige Arbeit denke. Frauen werden respektlos behandelt. Das sind vor allen Dingen Frauen, die Sorgearbeit
tragen in der Gesellschaft, in den Familien, aber zum Beispiel in den Krankenhäusern. Und die Frauen, die dort Pflegearbeit leisten, haben bis dato für die fleißige Arbeit und engagierte Arbeit in der Pandemiezeit keine Prämie bekommen. Andernorts ging das, hier nicht, und ich finde das einfach respektlos. Und Frauen erfahren heute auch immer noch Anfeindungen. Die Rechten, die finden sich zusammen an einem Punkt, wenn es um Antifeminismus geht, wenn es darum geht, Frauen in der Hierarchie klein zu halten. Und das gibt es immer und immer wieder im Alltag. Und deswegen ist das so ein wichtiges Datum, den Internationalen Frauentag zu begehen als einen Kampftag. Das ist mir persönlich wichtig. Zuallererst möchte ich allen Frauen und Mädchen in dieser ganz schwierigen Zeit jetzt herzlich Danke sagen dafür, dass sie die Hauptlast vor allen Dingen in den Familien tragen. Aber der Frauentag, der erinnert uns auch daran, dass in vielen Ländern, leider auch in Deutschland, Frauen noch immer Gewalt ausgesetzt sind, Unterdrückung ausgesetzt sind. Und sie haben auch nicht mal den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit wie die Männer. Jedes Recht muss erkämpft werden. Und deshalb ist der Frauentag nicht nur ein Feiertag, sondern auch ein Kampftag für die Rechte von Frauen. Ja, am Frauentag reden wir natürlich auch über gleiche Chancen im Beruf und auf dem Arbeitsmarkt. Und als hochschulpolitischer Sprecher sehe ich das natürlich auch an den Universitäten und an den Fachhochschulen bei uns im Land, aber auch deutschlandweit, dass wir da doch ein krasses Gefälle haben. Wenn man guckt bei den Studierenden, man ungefähr 50% Frauen, 50% Männer. Und man könnte ja meinen, dass sich das ungefähr gleich entwickelt, weil wir haben gleich viele Abschlüsse, gleich viele Männer, gleich viele Frauen. Und wenn wir dann die Karriereleiter hochgehen, Stück für Stück, dann sehen wir eigentlich etwas, was nicht gut ist. Und zwar, dass der Anteil an Frauen immer weiter abnimmt. Und das geht dann so weit, dass bei den Stellen, bei den Professorinnen und Professoren nur noch jede vierte Stelle mit einer Frau besetzt ist. Und das ist ja ein deutliches Gefälle. Und da sagen wir als Linke ganz klar, das kann so nicht sein. Das wollen wir ändern. Deswegen sagen wir auch für die Hochschulen, auch für die Fachhochschulen ganz klar, hier brauchen wir eine vernünftige Quotierung. Hallo liebe Frauen, alles Gute zum Frauentag. Wir leben in schwierigen Zeiten. Corona bewegt uns alle. Und es sind auch Frauen, die den Laden im Moment wieder am Laufen halten. Das sind die Krankenschwester, die Altenpflegerin, die Callcenter-Mitarbeiterin, die Briefbotin oder auch die Reinigungskraft, die dafür sorgt, dass es hierzulande weitergeht. Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass auch im Jahr 2021 viele Aufgaben vor uns liegen. Denn Frauen verdienen immer noch weniger, Frauen sind deutlich häufiger betroffen von ungewollter Teilzeitbeschäftigung und Frauen stecken sehr oft auch in der Minijobfalle. Viel zu tun also auch für die Linke im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Zum Frauentag grüße ich alle Bürgermeisterinnen, also alle Frauen, die dieses schwere Amt bekleiden. Es ist ein Amt, was sehr zeitaufwendig ist und viele Frauen müssen, gerade wenn sie in Kommunalparlamenten aktiv sind oder auch als Bürgermeisterin, einen Dreifachspagat meistern, das heißt Job, Familie und das Amt unter einen Hut bringen. Das ist eine ganz große Hürde, eine ganz große Herausforderung. Und ich würde mir wünschen, dass die Frauen bessere Rahmenbedingungen dafür bekommen. Also, liebe Frauen, traut euch auch für das Amt der Bürgermeisterin zu kandidieren oder euch auch in den Kommunalparlamenten zu engagieren. Wir brauchen starke Frauen und wir wollen auch in Kommunalparlamenten als Frauen viel mehr noch bewegen.